So, jetzt haben wir das erledigt. Wir wissen ja mittlerweile, dass Oscar so ein riesengroßes Talent ist, was hier Sachenheben angeht. Und wir wollen natürlich in die Mine rein. Guck mal hier. Benutze den Das bringt Kautabak. nichts. Halt. Jetzt aber spreche mit Oscar. Kautabak. Oscar, ich bringe dir etwas von dem Kautabak, den du so magst. Wirklich? Klar, Mann. Hier hast du ihn. Vielen Dank, Brian. Nicht der Rede wert, Oscar. Unter Freunden ist es normal, sich etwas zu schenken. Und wir sind doch Freunde, oder? Klar sind wir das. Der Oh Tabak kommt mir Gott. wie gerufen. Ich hatte nur noch sehr wenig von Saturns übrig. Ich schulde dir einen Gefallen. Ich habe Echt? ihn auf meiner Seite. Das ist schön. Dann sprechen wir mal, Freund, Oscar. sprich, mein Junge. Ich bräuchte deine Ich Hilfe. brauche deine Hilfe. Worum Genauso. geht es? Es geht darum, einen Felsen zu bewegen. Natürlich. Meinen Freunden tue ich gern einen Gefallen. Sehr Großartig. schön. Und Gehen wir jetzt können wir hin. in der Mine den verdammten Das Felsen ist endlich also der wegnehmen. Felsen, der bewegt werden soll. Ja, er muss ungefähr eine Tonne wiegen. Glaubst du, du kannst ihn bewegen, um den Eingang zum Bergwerk freizulegen? Diesen Kieselstein? Klar doch, Mann. Ja, So wie klein ich. Obelix. Was? Witz jetzt? Fertig. Reicht das? Oh, Das ist perfekt, definitiv. Oscar. Danke, mein Freund. Du hast die Kraft eines Bullen. Nicht der Rede wert. Ich helfe meinen Freunden gern. Ich muss jetzt zu Mama Dorita zurück. Es könnte sein, dass sie mich braucht. In Ja, Ordnung, Freund. vielleicht. Noch einmal danke und bis bald. Ich wüsste Auf jetzt endlich aus dem. Wiedersehen. Und pass auf, wenn du das alte Bergwerk betrittst. Ja, wir haben nach wie vor keine Karte. Ja, stimmt, stimmt ja, wir haben ja keine Karte. Das ist ja was. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Das ist nicht Was gut. für ein Typ, dieser Oscar. Ich freue mich, dass er ein Freund ist und nicht auf der anderen Seite steht. Rein ins Bergwerk, habe ich gehört. Und ich würde mich im Stollenlabyrinth verlassen. Okay, wir brauchen eine Karte. Wo war die Karte? Habe ich gehört. Ich habe doch gehört, dass die Karte irgendwo war. Genau. Die Karte war doch unten in der Bank. Jetzt haben wir ein Städto und könnten ja mal versuchen, irgendwie mit dem Städto, was wir haben, den Safe aufzumachen. Man kennt es ja, oder? Städto. Ja, großartige Idee. Im Film funktioniert das immer. Genau, Es deswegen geht mache ich das los. auch. Am besten, ich bewege das Rad langsam, Strich für Strich, damit ich keine wichtige Zahl verpasse. Wenn ich jetzt das Rad bewege, muss ich auf jedes Geräusch achten. So. Wir wollen zuerst mal. Was soll ich denn drehen? Rechts. Bisschen schneller. Klick, 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 klick. Brian? Ha! Jetzt habe ich klar gehört, wie das Räderwerk eingerastet ist. Die erste Zahl der Kombination ist also 85 85 nach nach rechts. rechts. Um Sehr die schön. zweite Zahl zu finden, muss ich das Rad nach links drehen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, Nein. Wenn ich das Rad nach Brian, rechts drehe, muss das es nach. ist eigentlich wirklich lustig. Wir können wirklich die ganze Zeit nur klicken, warten, dass er weiter dreht. Sobald er die richtige Taste erwischt hat, hat sich die Sache erledigt. Und wir können auch Ich nicht habe die wieder zweite in die Zahl. andere 29 nach links. entsprechende Richtung drehen. Also von daher ganz, ganz einfach. So. Beeil dich ein bisschen, danke. Und Das die dritte. war's. 54 nach rechts. Genial. Ich glaube, dass die Tür jetzt entriegelt ist. Das ist aber sehr schön. Gib mir die Karte, du Idiot. Idiotischer Mal sehen, Safe. was ich hier finde. Schauen wir mal. Hier sind eine Menge alter Dokumente. Und eine Karte. Aha. Der Plan des Bergwerks. Juhu. Endlich habe ich ihn. Ich sollte. Genial. Das Hopi-Dorf ist darin eingetragen. Mit diesem Plan kann ich den Bergwerksstollen durchqueren und dorthin gelangen. Cool. Set me so.
Okay. Es ist besser, ich schließe den Tresor. Sie lässt sich unmöglich. Sie hat sich tief. Aber ich meine, da ist doch irgendwas. Wir können da doch nicht wirklich irgendwie reinlaufen und irgendwie. Ja. Ja, wir können doch wirklich nicht die ganze Zeit. Einfach nur durchlaufen und weitermachen. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Irgendwas war da doch. Wie dem auch sei, wir gehen wieder zurück in den Krater. Ja, habt ihr ernsthaft gedacht, dass... Ach, jetzt wird die... Egal. Wir öffnen das Campingzelt, gehen rein und plündern, was der gute Kerl da... Einverstanden. Joshua wird es nicht mehr benötigen. Nö, Joshua ist weg bei den Aliens, also von mal daher... Mal sehen, was ich hier finden kann. Ja, ich kann diese Sachen hier gebrauchen. Das finde ich sehr schön. Eine Leuchte, die man auf der Stirn trägt. Und ein Kletterseil. Welch Zufall. So, wie dem auch sei, jetzt haben wir alles erledigt. Ja. Yeah. Und wir können endlich in die Mine rein, habe ich das Gefühl. Cutscene. Einverstanden. Ich habe alles Nötige, um in den Bergwerksstollen vorzudringen, bis ich das Hopi-Dorf finde. Jo. Gehen wir hinein. Glück auf für alle und besonders für mich. Ja, das ist eine sehr gute Idee, was du da machst, was du da hast, kleiner Junge. Was soll ich sagen? Den Verlust von Gina zu überwinden, war unendlich schwer. Nur eines gab mir Halt. Der feste Entschluss, das ganze Geheimnis um das Kruzifix aufzudecken, das sich als Schlüssel zu allem entpuppt hatte. Kapitel 5, die heilige Grabstätte. Es machte mir nicht viel aus, das alte Bergwerk zu durchqueren. Ich habe schon immer gern Höhlen erforscht. Ich hatte nur nicht mit der unangenehmen Überraschung gerechnet, die in den Gängen auf mich wartete. Ha! Dort sehe ich Licht. Obwohl, laut Plan ist das nicht der Ausgang zum Hopi-Dorf. Na gut. Für alle Fälle werfe ich mal einen Blick darauf. Vielleicht kann ich von hier aus zum Dorf gelangen. Außerdem habe ich es satt, diese lästige Stirnleuchte zu tragen. Bah! Endlich! Die hat ganz schön gestört. Was ist das? Nein, nicht die. Ich hasse diese ekelhaften Viecher. Oh nein! Fledermäuse! Nein! Weg, weg, weg! Wo ist deine Lampe? Sei nicht, dass du noch Höhenangst hast. Ich glaube, dort unten liegt das Hopi-Dorf. Endlich habe ich es gefunden. Welche Motivation? Allerdings wird es nicht einfach sein, herunterzuklettern. Der Berg ist sehr steil. Und ein Sturz wäre tödlich. Also das Ding springt einen doch wirklich an. Ist doch so. Ein Holzbalken. Das springt uns doch wirklich an. Ah, geile Musik, muss ich schon gestehen. In Ordnung. Das Holz ist in recht gutem Zustand. Es kann mir vielleicht von Nutzen sein. Ich meine, wozu haben wir die verdammte Kette geholt, wenn wir wenn wir eh nichts machen müssen? Wir müssen nicht durchlaufen oder sonst nichts. Komm, lass mich in Ruhe. Ein Metallobjekt, will haben. Er lag versteckt unter dem Holzbalken. Das muss der Pickel eines Bergarbeiters gewesen sein. Ihm fehlt der Griff. Einverstanden. Wenn ich einen Griff daran befestige, könnte er mir nützlich sein. Ja. Was haben wir denn hier Feines? Holzbalken, Pickelkopf, Der Balken ist viel zu klobig, um als Griff zu dienen. Hätte ja klappen können. Es hätte ja klappen können. So. Was haben wir denn da Feines? Das Schönes. Ein Skelettchen, das ist gut. Was ist hier? Hey, was ist das da? Nagel? Der Nagel ist schlecht eingeschlagen. Aus dem Holz ragt ein Stück hervor. Kriegen wir den raus? Mit bloßer Hand geht das nicht. Als ich aus dem Bergwerk herauslief, habe ich es gar nicht bemerkt. Bestimmt einer der Bergarbeiter von James Douglas. Die Hopi müssen ihn getötet haben. Okay, gucken wir mal. Die Idee gefällt mir nicht. Es kommt mir wie Grabschändung vor, aber es geht nicht anders.
Ein Knochen könnte genau das sein, was mir noch fehlt. Ich habe das dumme Gefühl... Im Oberschenkelknochen ist ein kleines Stück abgebrochen. Ich glaube, er wird sehr gut zu gebrauchen sein. Ach, ist das jetzt echt so? Wir basteln uns eine primitive Spitzhacke. Was anderes kann man ja nicht machen, Moment. Großartig. Ich habe meine Berufung gefunden. Aha. Und jetzt pickeln wir das raus. Das bringt nichts. Nicht? Okay, Bergwerkseingang. Ich will lieber den Nagel haben. Ja, ich wollte den Nagel haben. Damit bekomme ich den Nagel heraus. Und darf er jetzt die Picke? Der kann mir noch nützlich sein. Ach, das glaube ich allerdings auch. So, haben wir den Nagel. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder was machen. Und zwar hier, den großen Nagel mit dem... Das halte ich für keine gute Idee. Dann machen wir es halt andersrum. Machen wir es halt so. Warum sollte ich das tun? Weil ich es dir sage. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier für alles? Ah, mit Rand des Abgrundes. Ich schlage ihn da ein, wo der Boden am stabilsten ist. So wird er mein Gewicht halten. Also ich weiß nicht, das ist eine kleine Klippe, ein kleiner Vorsprung. Da denke ich doch wirklich, dass er... Ich glaube, er wird halten. Naja, egal. Ich glaube nicht, dass er halten wird. Ich glaube im Endeffekt, dass wir nicht mehr irgendwie großartig was machen können. Auf jeden Fall binden wir das Seil jetzt erstmal um den Nagel. Wenn ich das Seil daran festbinde, könnte ich bis zum Hopidorf hinunterklettern. Das ist auf jeden Fall gut. Der Felsen scheint mir nicht sehr vertrauenserweckend. Ich glaube nicht, dass er mein Gewicht hält. Ah, da haben wir es. Dann wollen wir mal. Ich muss das Seil gut am Nagel befestigen. Okay, erst muss man den Nagel finden, das war etwas kompliziert, aber was soll's. Fertig. So. Und jetzt seilen wir uns ab. Auf geht's. Im Ferienlager habe ich es auch immer geschafft. Erstaunlich, dass so ein kleiner Nagel den da einfach so behilfsmäßig eingestellt... Oh! Gina? Brian! Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie bist du hierher gekommen? Das war so. Als ich in den Schacht fiel, stieß ich mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Flimmerndes Kopf anstoßen und ohnmächtig werden. Als ich zu mir kam, war es stockdunkel. Und als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass mein Bein verletzt war. Jop. Ich tastete mich stundenlang durch die dunklen Stollen hindurch. Ich kroch immer weiter und versuchte, den Ausgang zu finden. Als ich fast zusammengebrochen war, kam ich endlich zu einem helleren Stollen. Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht. Und ich habe mich mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt. Als ich aus dem Stollen herauskam, sah ich als erstes diese riesige Statue dort. Da habe ich mich zu Tode erschrocken. Hätte ich auch, wenn die so aussieht, ja. Aber ich beruhigte mich wieder und durchquerte diese merkwürdigen Ruinen, bis ich hier ankam. Es war furchtbar, feststellen zu müssen, dass ich inmitten eines steinigen Canyons war und mit dem Bein niemals rauskommen würde. Ich habe wahrhaftig gedacht, das ist das Ende. Und genau in diesem Moment erscheinst du plötzlich. Oh, Brian, ich habe mich noch nie so gefreut, jemanden zu sehen. Verrat, wie du mich gefunden hast. Naja... Um ehrlich zu sein, war es ein Zufall. Nachdem du in das verdammte Loch gefallen bist, dachte ich, du seist tot. Aber ich schwor, das Rätsel um das Kruzifix zu lösen. Das hat mich hierher geführt. Dies sind die Ruinen eines Hopi-Dorfes. Und auf der anderen Seite des Canyons müsste ihr Heiligtum liegen. Das Kruzifix hat sich buchstäblich als Schlüssel zum Ganzen entpuppt. Das ist ja unglaublich. Wie hast du das alles erfahren? Ich erzähle dir alles später. Das Wichtigste ist jetzt, dich zu einem Arzt zu bringen. Nein, nein, warte. Wieso? Es hat dich viel zu viel Mühe gekostet, hierher zu kommen. Du darfst jetzt nicht umkehren, ohne das Rätsel um das Kruzifix gelöst zu haben. Ich halte es hier noch eine Weile aus. Kümmere dich nicht um mich. Ja, ich meine, sie hat im Endeffekt nur ein gebrochenes Bein. Aber du brauchst ärztliche Hilfe. Das ist das Dringende. Nein, Brian, nein. Ich schulde es meinem Vater. Tu es bitte für mich. Der Auserwählte. Na schön. Wie du willst. Ruh dich jetzt aus. Auf keinen Fall irgendwelche Anstrengungen. Spar lieber deine Kräfte für den Rückweg. Ja, Brian. Kümmer dich nicht um mich. Oder ihr riesengroßen Ausschnitt. Das Bein gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen, aber ich fürchte, es ist gebrochen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihr Bein zu schienen. Sonst kann ich sie nicht mitnehmen.
Gut. Ich denke, ich finde besser zuerst diese mysteriöse Hopi-Gruft. Danach kann ich mich dann um Ginas Bein kümmern. Ja, wenn du meinst. So, auf jeden Fall wollen wir hier rein. Die Hölle. Das aus ist der Nähe Wahnsinn. Ist die Statue noch... Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Ja, Bukala Bukala. Ich kann Gina nicht... Echt jetzt? Ja. Dann müssen wir wohl hier durch. Irgendwie. Schick, schick. Können wir hier raus? Ah! Sehen wir uns mal um. Ich muss mich orientieren. Ich wette, das Heiligtum liegt in der Klippe dort gegenüber. Puh. Der Weg ist aber anstrengend. Ich weiß gar nicht, wo du bist, aber okay. Ist ja gut. Ich werde jetzt nicht kneifen. Hängebrücke da unten, aha. Okay. Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ach, da unten ist er! Ach, so süß. Katschuk-tuk. Aha. Das muss der Eingang zum Heiligtum sein. Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Art Tür sein. Ah ja. Ich habe ein dummes Gefühl, aber... Das wäre unklug. Wieso? Er stellt mit Sicherheit eine Hopi-Gottheit dar. Ja. Ich glaube nicht, dass sie hineinpasst. Und die Idee gefällt mir ganz und gar nicht. Könnte sein, dass er zubeißt. Nee, wir wollen auf jeden Fall den... Ja, genau, das muss es sein. So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Na dann zeige mir mal. Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. Okay. Vielleicht haben wir hier irgendwas, was wir machen könnten. Ah! Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. An diesem Zweig hängen einige Schoten. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwas zum Auswischen da vom Mund. Also von daher... Nee. Nimm Mund des Mundes mit den zwei Säubern. Okay. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Okay, schön. Das sieht irgendwie falsch aus. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Ich kann mir nicht helfen, aber das sieht echt irgendwie falsch aus. Nehmen wir das. Gut. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Wunderschön. Genial. Der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Oh ja, ich mittlerweile auch. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt, absolute Reichtümer? Nervös. Na, wir werden es sehen. Dann zeige mir mal, was hast du da Feines da? Eine Cutscene. Ach, das ist auch schön. Hoffentlich seht ihr die auch. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist. Sehr schön. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Upuhi. Der letzte Hopi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es geht nichts zu verstehen. Höre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gehört es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und?
Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern. Das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wubuchin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Warum ist jetzt auf einmal das Echo weg? Okiwaks Licht erleuchtet deinen Weg. Warum ist jetzt das Echo weg? Ich dir auch, Wubuchin. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Habt ihr das Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wubuchin getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird.